musst dich entscheiden, Sebastian. Entweder Tanja oder der Geschäftsführerposten. Weiß Ihr Vater eigentlich, welche Methoden sein Nachfolger bei Lahnstein Enterprises einführt? Wäre es nicht ein Jammer, wenn Ihre Enkel morgen in allen Zeitungen das hier sehen müssten? Was kostet Sebastian den Kopf? Und ich bekomme endlich meine Firma zurück. Und ich den ganzen Rest. Und jetzt? Du denkst, ich verheimliche euch was? Ich werde Papa. Es wird alles gut. Ich bin nicht schwanger. Aber wenn du nicht schwanger bist, wer zum Teufel ist es dann? Nein! Oh Gott. Du sagst es. Das Baby, die Wehen. Wir müssen ins Krankenhaus fahren. Ich bin in den Wechseljahren. Du bist Opfer deiner Hormone. Weißt du, was macht, dass du rauskommst? Es tut mir leid. Alles. Damit ist es leider nicht getan. Geh. Tristan! Manche Dinge lassen sich auch wieder gerade rücken. Du bist die Einzige, mit der ich offen über alles reden kann. Glaubst du wirklich, ich laufe mit jeder Frau, die ich küsse, gleich über die Königsallee und mache hier Geschenke mit kleinen Liebesbriefchen und Herzchen drauf? Also ich glaube, da würde ich gar nicht mehr zum Arbeiten kommen. Was soll ich denn machen? Ich habe mich in ihn verliebt. Du kapierst es wohl immer noch nicht, oder, du hohle Nuss? Was denn? Verdammt nochmal, ich liebe dich! Das will nichts von Jessica. Er glaubt, dass sie sich in ihn verliebt hat. Sie ist super sexy, witzig, spontan. Sie sucht einen Versorger, nenn es Urinstinkt. Ich als Arzt nenne es Hormonschwankungen. Schwangere können mitunter ganz schöne Lust entwickeln. Du willst wirklich nichts von mir wissen? Nein, ganz bestimmt nicht. Vorschlag, wenn wir in 5 Jahren immer noch allein sind, dann ziehen wir zusammen und lassen es richtig krachen. Deal? Deal. 4 Wochen Paris. Vielleicht habe ich einfach Schiss. Schiss wovor? Davor, dass Leo anfängt, ein anderes Leben zu führen. Ein anderes Leben, ohne dich dabei zu haben. Leo, du bist überhaupt gar nicht mehr du selbst. Ich wollte euch darüber informieren, dass ich beschlossen habe, den Tumor operativ entfernen zu lassen. Ich werde nicht sterben. Ich werde kämpfen. Ich werde diese Operation überleben. Ich werde alles tun, um bei dir zu bleiben.